Da sind wir wieder. Nextmove testet das Tesla Model 3. Wir haben also ein Tesla Model 3, ein US-Import, um es auf deutschen Straßen zu testen, um euch darüber zu berichten. Und heute testen wir eine Sache, die uns Nutzer in den Kommentaren auf YouTube gestellt haben. Und zwar, wie ist denn der Verbrauch unter deutschen realitätsnahen Bedingungen? Realitätsnah auf einer deutschen Autobahn wird angesetzt Tempo 150. Wir haben uns versucht, eine Tageszeit zu wählen, wo nicht so viel los ist auf der Autobahn. Was ist der beste Moment, wenn Deutschland Fußball spielt? WM-Gruppenspiel gegen Südkorea ist gerade vorbei. Die meisten sind schon beim dritten oder vierten Bier, im Frustbier. Wir fahren über die Autobahn und testen das Tesla Model 3 bei möglichst konstant Tempo 150. Was sind unsere Testbedingungen? Wir haben draußen 25 Grad, es scheint noch die Sonne. Die Klimaanlage läuft auf 22,5 Grad. Wir versuchen bei freier Fahrt Tempo 150 zu fahren, nutzen dafür den Autopiloten. Ich habe mir noch eine GPS-App gezogen auf mein Handy, um damit zu überprüfen, wie hoch ist denn meine reale Geschwindigkeit. Und die reale Geschwindigkeit liegt bei Tacho 150. Bei sage und schreibe 148 Kilometern pro Stunde, das ist eine ganze Menge. Im Vergleich zu unseren letzten Testfahrten haben wir uns noch ein Update aufgespielt. Dieses Fahrzeug, was wir hier aus seinem amerikanischen Ökosystem gerissen haben, kriegt halt regulär keine Updates mehr aktuell, ist auch nicht online, aber wir hatten noch ein altes Update rumliegen, was wir jetzt mal noch installiert haben. Das heißt, wir können jetzt den Autopilot auch über die Lenkradtasten steuern. Wir können also über das Drehrad hier rechts, rechter Daumen, die Geschwindigkeit reduzieren, 149, 148, und er geht jetzt auch runter, sehr soft, und wir gehen auch wieder hoch auf 100, auf 150, und mit den kleinen Tasten rechts, links können wir den Abstand zum Vordermann, der uns hier angezeigt wird, 1, 2, 3, 4 sind also nicht Meter oder Fahrzeuglängen, sind einfach relative Werte. Wir sind jetzt wieder auf Abstand 1, wir wollen ja möglichst schnell und durch die Runde kommen, ohne viel ausgebremst zu werden. Wir sind jetzt 45 Kilometer unterwegs. Zu den Werten hier unten will ich noch nichts weiter sagen. Das gucken wir uns später an. Wir fahren also einen Rundkurs, das heißt Höhenprofil spielt keine Rolle. Windrichtung spielt keine Rolle, sofern sie jetzt in dieser Dreiviertelstunde nicht gerade der Wind sich dreht, wovon ich mal nicht ausgehe. Es ist also, sind relativ stabile Wetterbedingungen draußen. Und wir sind also gestartet bei ungefähr 73% Akkustand, sind jetzt, muss noch mal zurückstellen, bei 59%. Euch noch mal eine halbe Stunde in die Warteschleife und dann schauen wir, wie weit fährt das Tesla Model 3 bei Tempo 150 auf einer deutschen Autobahn. Also wir haben sie geschafft, unsere Runde. Sie war nicht ganz 100 Kilometer lang, sondern nur 96 Kilometer. Der Durchschnitt auf der Runde mit Tempo 150 gefahren lag bei 229 Wattstunden pro Kilometer oder umgerechnet knapp 23 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Wir hatten bei unserer ersten Testfahrt eine Entnahme aus dem Akku laut Anzeige von ungefähr 75 Kilowattstunden. Da waren wir aber relativ dezent unterwegs. Das heißt, bei schnellerer Fahrt würde ich eine geringere Entnahme unterstellen und habe jetzt einfach mal 72 Kilowattstunden Entnahme unterstellt, was eine reale Reichweite des Fahrzeuges unter den aktuellen Bedingungen von 315 Kilometer bei konstant 150 km/h gefahren entspricht. Und weil es so schön war, habe ich mir gedacht, das machen wir gleich nochmal. Zweite Runde. Und wir testen das Ganze nochmal bei 120. Sozusagen einmal German Autobahn, Tempo 150 und einmal den Rest der Welt. Ich habe mir ein paar Eckdaten mal rausgesucht. Speed Limit ja und nein und Reichweite im E-Auto und Tesla fährt nicht mal Vollgas 250, sondern reduziert dann die Leistung. Das sind natürlich zwei Welten, die da aufeinander prallen. Der deutsche Normalbürger möchte halt gerne 150 fahren, deswegen haben wir es für euch mal getestet. Aber haben auch mal über den Tellerrand geschaut, was würde es denn kosten, wenn ich in der Schweiz oder Norwegen mit Tempo 150 auf der Autobahn unterwegs bin. Da wäre es in Norwegen jeweils, das sind jeweils Abpreise, ja, also es kommt dann immer drauf an. In Norwegen ist es zu haben ab 900 Euro,
in der Schweiz ab 260 Euro plus einen Monat Fahrverbot, in Italien ab 170 Euro und in Frankreich kostet es schlappe 135 Euro. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist immer diese Frage, wie schnell ist es denn effizient zu fahren, wenn ich mit dem Auto 1000 Kilometer fahren muss? Ist es da effizient, 100 zu fahren oder 120 zu fahren oder vielleicht 150 zu fahren? Da kann jeder von euch den Taschenrechner spitzen und sich das mal selber ausrechnen. Fakt ist aber, dass das Model 3, nach dem, was man bisher gehört hat, mindestens genauso schnell laden kann wie ein Tesla Model S. Dass also im Sommer bei moderaten Verbrauchswerten Tempo 120 auf der Langstrecke zwischen den Superchargern vermutlich nicht die schnellste Variante ist, sondern vielleicht sogar Tempo 150 sogar auf der Langstrecke der schnellste, die optimale Fahrgeschwindigkeit ist, um die bestmögliche Reisegeschwindigkeit inklusive Ladepausen zu erreichen. Was wir jetzt eben machen, weil es so schön war und das Wetter so schön ist und die Autobahn auch relativ frei ist, dass wir gleich noch eine zweite Runde bei Tempo 120 hinten dranhängen. Ich habe also den Speedometer resettet in der App und auch sozusagen hier am Screen mir ein Trip resettet. Wir fahren gleich nochmal die zweite Runde und sind gleich schon wieder am ersten Kreuz und danach melde ich mich dann nochmal zu Wort. Unser Test neigt sich dem Ende. Noch eine Autobahnausfahrt, bis wir die zweite Runde voll haben. Erste Runde gefahren mit 150 und zweite Runde gefahren mit 120. Der Schnitt pegelt sich ein. Wird sich nicht mehr viel ändern. Wir stehen jetzt bei 164 Wattstunden, also sprich 16,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer Verbrauch. Ich habe es nochmal durchgetippt gerade. Wenn wir unterstellen, keine volle Entnahme, sondern 74 Kilowattstunden Entnahme, würde dieser Verbrauch also dazu führen, dass wir bei konstant 120 Kilometer pro Stunde bei den aktuellen Außenbedingungen das Model 3 450 Kilometer am Stück bewegen können. Das ist eine ganze Menge. Vorhin der Wert war knapp 23 Kilowattstunden mit einer resultierenden Reichweite von 315 Kilometern, allerdings da schon einen gewissen Korrekturfaktor eingerechnet in der Erwartung, dass wir bei der höheren Geschwindigkeit nicht die vollen 75 Kilowattstunden rauskriegen, sondern eine reduzierte Entnahme von 72 Kilowattstunden lediglich haben. Wir können noch weitere Tests mit dem Model 3 machen. Reichweitentests oder Hypermiling steht uns noch bevor. Wenn ihr noch eine Idee habt, was euch interessiert, schreibt uns in die Kommentare. Wir gucken, dass wir Zeit finden und noch den einen oder anderen Test fahren. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, unser Video. Da vorne ist meine Ausfahrt. Abonniert unseren Kanal und bleibt dran. Viel Spaß. Ciao.